Hallöchen Leute und willkommen nach langer Zeit zu einer Folge Natural Selection 2. Die Leute, die meinen Kanal schon länger kennen, kennen das schon. Das hatte ich mal, keine Ahnung, von einem Jahr oder so im Programm oder von einem halben Jahr, wie ich noch ganz, ganz klein war, gerade mit Let's Plays angefangen habe. Aber ich habe jetzt letztens ein neues Video davon gesehen, wo es anscheinend um ein neues Spin-Off geht, habe ich zumindest da noch gelesen, wo es allerdings eher auf Deathmatch getrimmt wird, das Spiel. Also ich weiß nicht, ob ich das hier in dem Spiel bekomme oder ob das was Neues ist, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Das werde ich dann wohl noch sehen. Aber ich bin gespannt. Aber ja gut, aufgrund dieses Trailers habe ich halt mal wieder Bock drauf gekriegt. Weil es ist einfach ein Hammer. Ein gutes Online-Multiplayer-Spiel. Also meiner Meinung nach mit eins der besten. Jetzt muss ich mal kurz umgucken. Da war doch eben eine. Wer schießt denn da? Und ja, genau, also für die es nicht kennen, Natural Selection 2 ist, wie man unschwer erkennen kann, ein Ego-Shooter, ein Team-Ego-Shooter. Verdammt, allerdings mit Strategie-Elementen. Das bedeutet, jedes Team hat einen Commander, seht ihr auch hier links oben in der Ecke, Krzb, ist das bei uns. Der baut diese Blaupausen hier hin. Ja, da hinten, hier, das Blau da hinten. Das ist so eine Blaupause. Baut er da hin. Und wir müssen das dann halt quasi aufbauen mit unseren Dingern da. Und Ziel des Spiels ist es im Prinzip nur die Gegner Basis zu plätten. So, jetzt ich nehme mal eine Granate mit, die übrigens erforscht werden musste. Also das geht nicht einfach. Man kann nicht einfach irgendwas kaufen an Waffen oder so. Das muss alles erst vom Commander erforscht werden. Ja, bei den Aliens funktioniert das alles ein bisschen anders. Die haben zwar auch einen Commander, der macht aber andere Sachen. Die Aliens haben zum Beispiel auch so eine Infestation, wo nur Gebäude drauf gebaut werden können. Das ist so grüner Schleim auf dem Boden. Aber den werdet ihr auf jeden Fall noch sehen. Dafür haben die zum Beispiel verschiedene Klassen an. Oh. Hier ist der Strom ausgefallen. Die haben verschiedene Klassen an Granaten. Verschiedene Klassen an Spielfigürchen. Zum Beispiel den Skulk, das ist so die Standardeinheit. Der ist klein, schnell und auf Hinterhalte ausgelegt. Dann haben wir noch den Gorgi. Der ist auf. Ja, der kann so Tower Defense Sachen bauen, Mauern und so ein Krempel. Dann haben wir noch einen Lurker. Das ist so ein Flugsaurier, zumindest nenne ich ihn immer so. Der kann schießen und kann halt fliegen. Der ist er auch schon. Jetzt bin ich. Scheiße. Ich wollte gerade sagen, jetzt bin ich infestet. Jetzt war ich infiziert im Virus. Kacke. Tötet mich langsam, aber relativ effizient. Ja, und dann haben wir bei den Aliens noch den Shadow. Der kann sich halt unsichtbar machen, kann sich so rumteleportieren. Und macht einen Sack voll Schaden. Und irgendein dummer Wichser hat mir meine Schotti geklaut, aber naja. Passiert halt. Vielleicht ist er ja da vorne umgefallen, die dumme Sau. Natürlich ist er da vorne umgefallen. Scheiße, jetzt ist natürlich auch noch die Muni von dem Ding leer. Und jetzt bin ich schon wieder infiziert.
Vor allem mal kurz ein Medpack an. Okay, ich bin auf dem Flight. Das ist pretty much over. Kein Medpack. Oh. Objective completed. Medpack. Scheiße, jetzt ist einer hinter mir. Fuck. Naja, gut, weiter im Text. Nur was wollte ich sagen? Ich weiß es ja nicht mehr. Naja, wird mir schon noch einfallen, ist ja auch egal. Ja, zum Spiel an sich. Man. Es gibt so ein paar Grundregeln in dem Spiel, meiner Meinung nach. Die Leute, die meinen Kanal schon länger verfolgen, die kennen die schon. Natural Selection niemals alleine laufen, sonst seid ihr sofort tot, wenn ihr Marine seid. Als Alien kann man sich das sogar noch eher leisten als Mensch. Menschen, die sind halt sehr anfällig auf so Hinterhaltsattacken. Ich weiß nicht, ob man mehr Schaden von hinten macht als Alien, aber ich kann es mir gut vorstellen, weil dann ist ruckzuck tot. Also erst, wie gesagt, erste Grundregel, niemals alleine laufen. Niemals. Zweite Regel, ihr werdet sehr oft sterben. Egal auf welcher Seite ihr steht, ihr werdet oft sterben. Braucht ihr euch gar keine Gedanken machen. Das ist Gesetz. So. Dem habe ich ordentlich eine mitgegeben mit der Granate. Der andere hat es dann abkassiert. Gutes Teamwork. Während der das... Scheiße, können wir nicht reparieren. Ich habe keinen Welder dabei. Ich wollte gerade sagen, während der das repariert... stehe ich schmiere. Und ich werde... Nein, ich werde nicht drauf gehen. Nein! Oh! Voll meinem Kollegen die Granate an den Rücken geschmissen. Das war selten dämlich. Naja, gut. Warum wird es angegriffen? Wie kann das sein? Das ist unsere Hauptbasis. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Können wir natürlich noch ein paar mehr Granaten mitnehmen. Ach ne, ich kann immer nur einen Typ mitnehmen. Na gut. Ihr frisst Scheiße. Ja, da hast du geguckt, ne? Irgendjemand hat da gerade eine Gasgranate hingeworfen, was nicht so doof ist. Boah, Alter, war das knapp. 10 Lebenspunkte. Wenn ich es jetzt noch zur Matchstation schaffe, dann ist alles wieder gut. Perfekt. Nur mein Schild ist natürlich noch down. Schrotze habe ich jetzt aufgesammelt gerade. Ich nehme mal nochmal eine Granate in die Hand. Damit fühle ich mich irgendwie gerade sicher. Und schnell zum Team. Wo ist er? Ich hab ihn noch gesehen. Scheiße. Das ist echt ein Graus, wenn du so ein paar nicht gerade ganz doofe Skulks hast und die zu zweit oder zu dritt um dich drum rumspringen und dich dabei beißen. Oh, und da heult schon wieder einer rum, dass alles so kacke ist in dem Spiel. Gab jetzt halt eine relativ große, einen relativ großen Ansturm an Noobs, sag ich mal. Durch die Steam-Verkäufe und so. Aber ganz ehrlich, finde ich persönlich nicht schlimm. Da musst du dich halt erstmal wieder dran gewöhnen, dass es halt jetzt ein bisschen anders läuft. Und jetzt komme ich erst zurück ans Spiel. Nein, komme ich nicht. Unser Infanterieportal wurde gerade gelegt. Und jetzt haben wir verloren. Ich kann nämlich keiner mehr spawnen, weil ohne Infanterieportale geht nichts mehr. Und das ist ein bisschen schade. Naja.
Runde war ja nicht ganz scheiße. Ich gehe jetzt mal zu den Aliens. Das ist eher sowas für die Könner. So, jetzt bin ich hier ein Alien. Wie ihr seht, hier ist überall grüne Scheiße auf dem Boden. Die Infestation ganz wichtig. Weil, wie ihr seht, darauf bin ich sackenschnell. Und jetzt gehe ich mal auf normalen Boden. Und ich werde langsamer. Dann nur hierauf können wir unsere Gebäude bauen. Und mit den richtigen Upgrades bin ich darauf auch unsichtbar. Was ab und zu doch sehr praktisch sein kann. Das Schöne an dem Skulk hier, also das ist die Standardklasse, der kann sich halt einfach mal hier so oben in so eine Ecke setzen. Dann sieht man ihn nicht gut jetzt hier nicht in die Ecke, da ist Licht. Aber das ist halt die große Stärke von dem Vieh. Da aufzutauchen, wo man es nicht erwartet. Hier, das ist so eine typische Ecke. Schön an den Aliens ist, die haben halt auch noch so eine Infrarotsicht. Erhöht halt einfach stark den Kontrast, weil wenn ihr das so anguckt, das ist alles so ein Grau im Grün. Man sieht alles sehr schlecht. Also wenn ihr Aliens spielt, ihr werdet ihr sowieso die meiste Zeit in dem Modus hier verbringen und da bitte ich euch auch um Nachsicht. Muss ich mal kurz auf die Karte gucken. Es ist einfach viel komfortabler so zu spielen. So, A und O als Alien ist... Fuck. Hinterhaltestellen. Und nicht irgendwelche Löcher runterzufallen. Warum war ich gerade... Ein Gott, verstehe ich jetzt gerade nicht. Ich wollte nämlich eigentlich zubeißen, habe aber irgendeine Rotze gespuckt, das heißt, ich war ein Gott. Naja, gut. Blöd, aber ist halt so. Wir haben schon ein Portal. Das ist nämlich auch ziemlich cool. Blub. Jetzt bin ich hier in so einem Durchgang. Also das hier ist der Eingang und es gibt noch einen zweiten Ausgang, beziehungsweise auch Eingang kann man in beide Richtungen benutzen. Und da kommt man relativ schnell von einem Punkt der Karte zum anderen. Seht ihr mit dieser Linie? Also einmal quer rüber quasi. Finde ich eine ziemlich coole Idee. Kenne ich so aus keinem anderen Spiel, muss ich sagen. So, und jetzt sind wir hier im Atrium. Das gilt es zu verteidigen. Das ist nämlich der strategisch wichtigste Punkt in dem Spiel. Also auf der Karte. Ich setze mich jetzt mal hier an die Decke. Und dann nicht böse sein. Da müssen wir einen Moment warten. Im Reaktor-Core. Oder wobei, ich geh mal in die Lüftungsschächte und guck mich mal ein bisschen um. Der Trottel ist alleine unterwegs. Kann aber schießen. Scheiße. Shadow Step after using Stab for extra reach. Komm schon. Hey! Bleib stehen! Das gibt's nicht. Kann ich nichts gegen machen. Das ist halt selten dämlich als Skulk auf die direkt zuzuspringen. Problem an den Aliens ist halt generell, die haben kaum Panzerung. Das macht aber in den meisten Fällen nichts. Das ist ja auch nicht die Idee hinter den... Wow! Hinter den Aliens. Ich habe gedacht, da wird es noch weiter der Deck hochgehen. Ist ja auch nicht die Idee an den Aliens, sondern es ist eher das Prinzip der Aliens, die Menschen wirklich so überfallartig zu überrennen. Deswegen ist es eigentlich auch nicht ganz blöd, wenn die ganze Truppe hier... alle mit Voice-Chat rumrennen würden, aber das ist natürlich in den meisten Fällen nicht möglich. Scheiße, ich bin so ein Depp. Ich hab's noch aus dem Augenwinkel gesehen. Ich bin gerade volle Möhre in die Mine reingelaufen.
unten rechts in diesem kleinen Videofensterchen, das sind alles Videofensterchen, das ist jetzt nicht direkt aus dem Spiel, zeigt man euch übrigens immer mal wieder so ein paar Schnipsel aus dem Gameplay, was man so alles machen kann. Eben hat man zum Beispiel gezeigt bekommen, wie man mit dem... Krass, ey, ich hab die nicht gesehen. Ich stand hier direkt vorhin und hab's nicht gesehen. Alter. Da hat man eben zum Beispiel beim letzten Bild gezeigt bekommen, was man mit dem Gorge so alles machen kann. Eben genau wieder mit dem Gorge kannst du mich auch heilen. Das ist eine ganz coole Sache. Und jetzt muss ich mich konzentrieren. Da ist eine Mine, da laufe ich jetzt nicht nochmal rein. Aber ich mache sie kaputt. Bin ich denn gerade? Hier bin ich gerade. Gut, zur Hive komme ich jetzt sowieso nicht. Da bin ich viel zu weit weg. Also laufe ich mal Zorn hinterher. Der ist ziemlich gut. In der letzten Runde hat er mich einige Male abgeräumt. Ich verstecke mich mal kurz hier. Seite! Ach Mist, der hat gewusst, dass ich da bin. Also ganz oft ist es auch einfach so, dass ihr euch als Alien oft versteckt, oft sterbt und immer mal wieder drauf hofft, dass euch nichts passiert. Das Schöne an den Aliens ist, was ihr hier seht, wir können uns mutieren. Ich habe jetzt ein Geschwindigkeits-Upgrade ausgesucht. Dadurch werde ich schneller. Und das war es eigentlich auch schon, aber vielleicht ja auch. So, einen habe ich. Zwei habe ich, sehr gut. Zwei Leute gekillt. Man hat eigentlich nichts davon gesehen, weil das total hektisch ist, weil alle durcheinander rennen. Aber genau das ist halt, was mir zum Vorteil reicht. Hektisch oben rennende Marines, die sich wie Hühner verhalten. Dann muss ich aber mal kurz nochmal mutieren. Das nächste Mal nämlich, ich hoffe, dass wir das noch schaffen, ey. Ich habe nämlich so das blöde Gefühl, dass sie uns gleich ganz schön den Arsch aufreißen werden. Nächstes Mal nehme ich auf jeden Fall den Lurker. Auf, Leute. Und rein. Ah, ordentlich ausgeteilt. Also ich mache 75 Schaden pro Nase. Das geht schon mal. Kann man machen. Jetzt werde ich aber mal den Lurker nehmen, weil ich habe keinen Bock, immer so nah ran zu müssen. Der hat so ein... Ich sag mal, so ein MG hat der. Und jetzt haben wir unser zweites Update. Ich habe jetzt mal die Panzerung gewählt. Also man kann immer... Also es gibt drei... man kann das immer... so ein Trade-off. Man hat drei Plätze für sechs Updates. Was man wählt, ist letztendlich von eurer Vorliebe des Spiels abhängig. Gerade bei Lurkern versuche ich immer ein bisschen passiv zu spielen, weil die sind einfach zu teuer. So, jetzt habe ich mich lange genug an einer Ecke aufgehalten. So, den haben wir schön überrannt, die Sau. Ich setze mich jetzt mal hier oben hin. Wuppapa. Komm schon! Alter! Es klappt nicht. So, jetzt hier schön Feuer auf die Nasen. Ich versuche die jetzt mal so ein bisschen in Schach zu halten da hinten. Can't get through this. Try another way. Das funktioniert auch ganz gut. Ich muss nur ein bisschen mein Leben im Auge behalten. Ich
Und jetzt werde ich auch noch geheilt, das ist super. Jetzt muss ich mich mal kurz vom Acker machen. Da hat nämlich gerade einer eine Cluster geschmissen. Die haben einen super hohen Streubereich. Und damit haben sie mich gerade gut weggelockt. Ich brauche Heilung. Fuck. Jetzt haben sie eine Gasgranate geschmissen. Die senkt unsere Panzerung. Aber die trauen sich nicht rein. Und das läuft auch ganz gut. Natürlich ist es überhaupt keine Option. Ach scheiße, jetzt haben sie auch noch automatische Gerätschaften mitgebracht. Uncool. Arcs. Nein! Ah, ich habe nicht auf meine Lebensanzeige geachtet. Und der Rest vom Feedback ist, finde ich, so ein bisschen semi-optimal. Ach, wie ärgerlich. Ja, und jetzt habe ich natürlich kein Geld mehr für noch einen Lurker. Scheiße. Die geben es uns gerade richtig dreckig. Und dann gehen wir halt einfach mal so rein. Scheiße. Alter, was ist das denn für eine Waffe eben gewesen? Am Flammenwerfer hat mich da gelegt. Ja, gut, ganz ehrlich, Leute. Ich würde mal behaupten, das war's so ziemlich. Und da klingelt auch mein Telefon. Perfektes Timing. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, schaltet mal wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.